Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel hat der FC Bayern München seine Dominanz in der Fußball-Bundesliga unterstrichen. Der Titelverteidiger kam am Samstag gegen Lieblingsgegner Bayer Leverkusen zu einem 3:1, 2:1 und verschärfte damit die Lage bei der noch punktlosen Mannschaft von Trainer Heiko Hellig. In München legte Leverkusen eigentlich einen guten Start hin. Schon nach 5 Minuten traf der Brasilianer Wendell per Handelfmeter. Kurios dabei, zunächst trat Kevin Volland vom Punkt an und scheiterte an Manuel Neuer. Der Elfmeter wurde jedoch wiederholt, weil mehrere Bayern-Spieler in den Strafraum gelaufen waren. Wendell machte es besser. Doch Corentin Tolisso, 10. Arjen Robben, 20. und James, 89. sorgten für ein altbekanntes Bild. Seit 1989 konnte Bayer in nur 29 Gastspielen nur einmal in München gewinnen. Bei Leverkusen sah zudem Karim Belarabi die rote Karte wegen groben Foulspiels. 80. Erster Verfolger der Münchner ist nun Borussia Dortmund nach dem 3:1 gegen Eintracht Frankfurt am Freitag, da es beim 2:2, 0:0 zwischen dem VfL Wolfsburg und Hertha BSC keinen Sieger gab. Die Berliner waren durch Javairo Di Rosun, 61. und Andrei Duda, 90. 1:2 in Führung gegangen, doch Yunus Mali per Foul-Elfmeter, 87. und Admir Mehmedi, 90. 3, schafften jeweils den Ausgleich. Beide Mannschaften haben 7 Punkte. Das gilt auch für Borussia Mönchengladbach, die Fohlen 11 siegte gegen Vizemeister FC Schalke 04 2:1, 1:0 und scheint zu alter Heimstärke zurückgefunden zu haben. Hoffenheim verpatzt die Champions League-Generalprobe beim ersten Saisonerfolg von RB Leipzig. Avancierte Nationalspieler Timo Werner, 40. und 63. mit 2 Toren zum Matchwinner. Für den Stürmer war es der erste Liga-Doppelpack seit dem 27. August 2017, 4:1 gegen Freiburg. Außerdem traf Yusuf Paulsen beim 3:2, 2:1 Sieg der Sachsen gegen Hannover 96. Der Däne war ins Team gerückt, weil RB sicherheitshalber auf seinen französischen Torjäger Jean-Kevin Augustin verzichtet hatte. Grund für die Maßnahme war eine Beschwerde von Weltmeister Frankreich, nachdem Augustin seine Teilnahme an 2 Länderspielen der U21 Frankreichs abgesagt hatte. Die Tore von Niklas Füllkrug, 13. und Miiko Albornis, 65. waren für Hannover zu wenig. Die TSG Hoffenheim musste dagegen vor der Champions League-Premiere am Mittwoch bei Schachtjor Donetsk einen Dämpfer einstecken. Bei Fortuna Düsseldorf verloren die Kraichgauer 1:2, 0:1. Alfredo Morales, 45. und Dodi Luke Bacchio per Foul-Elfmeter, 88. trafen für Aufsteiger Düsseldorf. Hoffenheim kam nur durch Reiss Nelson zum zwischenzeitlichen Ausgleich, 86. Der 64-jährige Friedhelm Funkel setzte sich damit im Duell des Ältesten mit dem jüngsten Trainer gegen Julian Nagelsmann, 31, durch. Mehr zum Thema Moral bewies der FSV Mainz 05 beim 2:1, 0:0 gegen den FC Augsburg. Nach dem Gegentor durch Dongwon Je, 82. drehten Anthony Uya, 87. und Alexandru Maxim, 90. 3 das Spiel. DPA